Ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Christine Kröger und ich unterrichte an der Hochschule Coburg psychologische Grundlagen der sozialen Arbeit und klinische Sozialarbeit. Ich freue mich sehr, dass ich im Rahmen der Kreapolis Was ist?-Reihe gebeten worden bin, einen kurzen Beitrag zur Frage, was ist eine Psychose, zu gestalten. Damit nehmen wir Fragen nach psychischer Gesundheit und Krankheit in den Blick und das trägt dazu bei, Krisen, psychische Erschütterungen und Erkrankungen ein wenig zu enttabuisieren und zu entstigmatisieren. Psychose, das ist ein schillernder Begriff. Das soll auch das Bild hier zum Ausdruck bringen. Gleichermaßen bunt, faszinierend und verunsichernd, beängstigend. Wahrscheinlich haben alle von Ihnen den Begriff schon einmal gehört, oftmals ist aber nicht oder nur wenig klar, was genau darunter verstanden wird und was konkret in der Psychiatrie, also in dem Fachgebiet der Medizin, das sich mit der Erkennung und Behandlung psychischer Erkrankungen und Störungen beschäftigt, genau damit gemeint ist. Und wenn ich jetzt beginne, den Begriff Psychose zu klären, ist mir wichtig zu betonen, dass ich das in erster Linie aus einer fachlichen Perspektive heraus mache. Wenn wir Menschen mit eigener Psychoseerfahrung fragen, was eine Psychose ist, würden wir wahrscheinlich eine andere Antwort bekommen. Und wenn wir verschiedene Menschen mit Psychoseerfahrungen fragen, würden wir mit ziemlicher Sicherheit auch unterschiedliche Antworten bekommen. Und wenn wir Angehörigen von psychoseerfahrenen Menschen zuhören, eröffnet sich noch einmal eine andere Perspektive. Dementsprechend ist es bei einer Annäherung an das Phänomen Psychose wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass es mehrere Perspektiven gibt, die gleichermaßen ernst zu nehmen sind. Und natürlich ist es auch innerhalb der Gruppe der Psychoseerfahrenen so, dass das Erleben nicht deckungsgleich ist, sondern durchaus unterschiedlich und sich nicht eins zu eins überlappt. Das sollen die unterschiedlichen Kreise hier zum Ausdruck bringen. Und ein gelungener Umgang mit dieser Vielfalt ist sicherlich, Begegnungsräume für diese drei Gruppen zu schaffen und solche Möglichkeiten, dass psychoseerfahrene Menschen, Angehörige und Fachkräfte miteinander ins Gespräch kommen, gibt es immer mehr im Rahmen trialogischer Initiativen. Im Trialog, der in Bezug auf Psychosen auch als Psychoseseminar bezeichnet wird, kommen diese drei Gruppen zusammen, um einander in einem wertschätzenden Klima an den eigenen Erfahrungen teilhaben zu lassen, um so mehr Verständnis füreinander zu entwickeln. Und ganz entscheidend ist, dass sich mit triologischen Seminaren, mit Psychoseseminaren keinerlei therapeutische Ansprüche verbinden. Und es gibt eine sehr gelungene Dokumentation mit dem Titel Raum 4070, in dem ein Psychoseseminar in Potsdam filmisch begleitet wurde. Das ist ein sehr intensiver, sehr berührender Film, der einen Einblick in die Vielfalt psychotischen Erlebens ermöglicht und gleichzeitig einen recht ungefilterten Eindruck von der Situation von Angehörigen und auch von Fachkräften ermöglicht. Lassen Sie uns jetzt aber zurückkehren zur Ausgangsfrage, was ist eine Psychose? In der modernen Psychiatrie wird der Begriff psychotisch meist ausschließlich beschreibend verwendet. Dann bezeichnen Psychosen Beschwerden und Symptome, die mit einer fundamentalen Veränderung des Realitätsbezugs verbunden sind. Der Bezug zur Wirklichkeit ist so tiefgreifend anders und verändert, dass für Außenstehende kaum oder gar nicht mehr nachvollziehbar ist, was jemand erlebt. Das passiert zum Beispiel bei wahnhaftem Erleben oder bei Halluzinationen.
Wahnhaftes Erleben bezeichnet zum Beispiel die tiefe, unerschütterliche Überzeugung, dass ich verfolgt oder bedroht werde, ohne dass das der Fall ist. Ein anderes häufiges Wahnphänomen ist der Beziehungswahn, bei dem Ereignisse, Personen oder Gegenstände eine ganz besondere, ungewöhnliche, meist auch bedrohliche und intensive Bedeutung bekommen. Beispielsweise der Eindruck, der Nachrichtensprecher im Fernsehen will mir durch das, was er sagt, eine ganz bestimmte Botschaft vermitteln, die ich dann auch umsetzen muss. Halluzinationen meint zum Beispiel das Hören von Stimmen, obwohl niemand zu mir spricht. Oder das Erleben, berührt zu werden, ohne dass mich jemand anfasst, ohne dass es einen entsprechenden Reiz in der physikalischen Umwelt gibt. Und ganz entscheidend ist, dass wahnhaftes Erleben und Halluzinationen von den Betroffenen in dem Moment als Realität erlebt werden. Und das ist genauso stark und unverrückbar, wie wir auch alle davon überzeugt sind, dass das, was wir wahrnehmen, der Realität entspricht. Und es ist wirklich herausfordernd und eigentlich auch kaum möglich, akut psychotisches Erleben ausschließlich mit Worten zu beschreiben. Und einen ganz anschaulichen und eindrücklichen Zugang gibt beispielsweise der Spielfilm »Das weiße Rauschen«. Der Film umfasst mehrere Sequenzen, die sehr gut darstellen, wie die Hauptfigur, ein junger, 20-jähriger Mann, in akut psychotisches Erleben hineinrutscht und sowohl dieses Bedrohungserleben als auch die Erfahrung des Stimmenhörens sind auf Bild- und Tonebene hervorragend umgesetzt. Also die Stimmen, die kommentierend, zum Teil befehlend und beleidigend sind, werden immer dominanter. Sie vermischen sich auch mit Geräuschen der Realität und sie sprechen vor allen Dingen auch biografisch relevante Themen an. Weitere Einblicke in psychotisches Erleben aus der Perspektive von Psychose-Erfahrenen bekommen Sie auch über unterschiedliche Bücher, beispielsweise das Herausgeberwerk von Hartwig Hansen, wo im Titel auch schon die Bandbreite, die Vielfalt des Erlebens anklingt. Höllenqual oder Himmelsgabe als unterschiedliche Beschreibungen der Erfahrungen von stimmenhörenden Menschen. Und wie gesagt, mittlerweile liegen eine Reihe an ganz spannenden Veröffentlichungen von psychoseerfahrenen Autorinnen und Autoren vor, wie beispielsweise Dorothea Buck, Gwen Schulz oder auch Klaus Gauger. Psychotische Symptome können bei unterschiedlichen Erkrankungen auftreten, beispielsweise im Rahmen von affektiven Erkrankungen, also Depressionen oder manischen Erkrankungen, aber auch bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung und vor allem bei schizophrenen Erkrankungen. Es gibt auch körperliche Erkrankungen, wie zum Beispiel bestimmte Tumorerkrankungen oder Epilepsien, die zeitweise mit psychotischen Beschwerden einhergehen können. Und die psychischen Erkrankungen, für die psychotisches Erleben besonders charakteristisch ist, weil es besonders stark im Vordergrund steht, werden auch als psychotische Erkrankungen oder Störungen bezeichnet. Das sind vor allen Dingen schizophrene Erkrankungen, wahnhafte Störungen und schizoaffektive Störungen. Und um dieses Spektrum an Erkrankungen, Erfahrungen, Störungen soll es im Folgenden gehen. Psychotische Störungen gehören aus psychiatrisch-psychotherapeutischer Sicht zu den gravierendsten psychischen Erkrankungen überhaupt. Sie sind für die Betroffenen und auch für deren Angehörige in der Regel mit tiefen Erschütterungen verbunden. Aus
anthropologischer Perspektive werden psychotische Störungen eher als extreme menschliche Erfahrungen eingeordnet, die sich unter anderem durch ein existenzielles Ringen um die eigenen Grenzen auszeichnen. Die anthropologische Perspektive betont, dass psychotisches Erleben, so fremd oder andersartig es auch anmuten mag, dennoch im Möglichkeitsraum menschlicher Erlebensweisen liegt. Und diese beiden Perspektiven müssen einander überhaupt nicht ausschließen, sondern sie greifen letztlich ineinander wie Zahnräder. Und die Synthese, die entsteht, betont, dass Kranksein und Verletzlichkeit menschliche Grunderfahrungen sind, die, so schmerzlich sie sein mögen, gleichwohl wichtige Impulse für die Entwicklung von Menschen geben können. Und das sind Überlegungen, die auch in vielen theoretischen Perspektiven, die Sie vielleicht kennen, wenn Sie sich mit psychischen Erkrankungen und psychischer Gesundheit beschäftigen, die dort aufscheinen. Zum Beispiel im Salutogenese-Ansatz oder in Überlegungen zu Recovery oder einem biopsychosozialen Verständnis. Da ich an der Hochschule in Coburg in erster Linie Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter ausbilde, ist es mir ein besonderes Anliegen, auch die sozialen Auswirkungen psychotischer Störungen in den Blick zu nehmen. Menschen mit psychotischen Erkrankungen sind in besonderer Weise gefährdet, sozial ausgeschlossen zu werden. Das hat auch ein bisschen etwas damit zu tun, dass viele psychotische Erkrankungen das erste Mal im frühen Erwachsenenalter auftreten. Also in einer Lebensphase, wo oftmals entscheidende Weichen für die weitere soziale Entwicklung gestellt werden. Wenn die dort anstehenden Entwicklungsaufgaben, wie beispielsweise die Ablösung aus dem eigenen Elternhaus oder das Entwickeln einer den eigenen Potenzialen entsprechenden beruflichen Perspektive nicht gelingt, dann fehlen manchmal ein wenig die Grundlagen für ein möglichst selbstbestimmtes Leben. Außerdem tragen akut psychotische Beschwerden oftmals recht unmittelbar eine destruktive Kraft in zwischenmenschliche Beziehungen. Das mit psychotischen Beschwerden verbundene Erleben und Verhalten bleibt für Freunde, für Angehörige, für Nachbarn oftmals unverständlich. Es mutet bizarr und irritierend an. Manchmal wirkt es auch bedrohlich und beängstigend. Und auch Menschen mit Psychoseerfahrungen selbst erleben soziale Beziehungen oftmals verändert. Auch sehr viel verunsichernder und auch sehr viel bedrohlicher. Und letztendlich geht es Fachkräften mitunter nicht viel anders. Auch Fachkräften macht akut psychotisches Erleben und Verhalten manchmal Angst, auch weil sich innerhalb relativ kurzer Zeiträume krisenhafte Zuspitzungen bis hin zu akuter Selbstgefährdung entwickeln können. Das heißt, es scheint besonders herausfordernd zu sein, miteinander in einem guten und verständnisvollen und gelingenden Kontakt zu bleiben und zueinander Beziehungen zu gestalten. Gleichzeitig wird die soziale Teilhabe von Menschen mit psychotischen Störungen auch durch eine zunehmende Stigmatisierung gefährdet. Uns liegen eine Reihe an belastbaren empirischen Befunden vor, die zeigen, dass die Stigmatisierung und gesamtgesellschaftliche Ablehnung von Menschen mit psychotischen Erkrankungen in den letzten Jahren eher gestiegen ist. Das trifft vor allen Dingen schizophrene Psychosen. Und das ist tatsächlich eine psychosespezifische Entwicklung, die so für andere psychische Erkrankungen wie beispielsweise Angststörungen oder Substanzkonsumstörungen so nicht gilt. Und diese Entwicklung ist auch auf Anti-Stigma-Kampagnen zurückzuführen, die dazu geführt haben, dass in der Allgemeinbevölkerung ein zunehmend biologisches Krankheitsverständnis psychotischer Erkrankungen entstanden ist.
Diese Anti-Stigma-Kampagnen waren von der Überlegung getragen, dass eine biologische Krankheitserklärung sowohl Betroffene als auch ihre Angehörigen von Schuldfragen und Verantwortungsfragen entlasten könnte. Das ist im Übrigen auch passiert. Auf der anderen Seite tragen biologische Krankheitskonzepte aber offensichtlich dazu bei, dass Menschen mit psychotischen Störungen als grundlegend anders, bedrohlich und manchmal auch als unkontrollierbarer erlebt werden. Und das ist auch deshalb so dramatisch, dass Stigmatisierung zugenommen hat, weil Stigmatisierungsprozesse es natürlich umso schwieriger machen, miteinander in einem guten Kontakt und in einer guten Beziehung zu bleiben. Und gleichzeitig scheint das aber zumindest für manche psychoseerfahrene Menschen ein ganz wichtiges Bedürfnis zu sein. Und das hat vor allen Dingen die psychoseerfahrene Autorin Gwen Schulz, die uns auch schon einmal an der Hochschule in Coburg besucht hat, um zusammen mit Studierenden zu diskutieren, sehr ausdrucksstark beschrieben. Und ich finde das so ausdrucksstark formuliert, dass ich Ihnen das als wörtliches Zitat mitgebracht habe. Und ich würde das auch gerne einmal vorlesen, damit Sie es auf sich wirken lassen können. Gwen Schulz schreibt: In der Psychose gehe ich mir als Mitmensch in der Welt verloren. Ich bin nicht mehr bei den anderen Menschen. Ich bin in der grenzenlosen Hölle verschwunden. Das macht sehr große Angst und Panik. Um mich zu beruhigen, um zurück zu den Menschen kommen zu können, bin ich darauf angewiesen, dass sie mir Verbindung anbieten. Das unterstreicht die Bedeutung gelingender Beziehungsangebote für Menschen in psychotischen Krisen. Und hier sind sicherlich Angehörige, Freunde, Nachbarn genauso angesprochen wie Fachkräfte. Gleichzeitig würde ich Ihnen auch gerne einmal einen Einblick in das Erleben von Angehörigen ermöglichen. Und ich habe Ihnen einmal einen kurzen Interviewausschnitt mitgebracht aus einer Masterarbeit, die eine Studentin, Miriam Weber, vor einigen Jahren bei mir geschrieben hat. Und Miriam Weber hat Eltern von jungen, psychoseerfahrenen Erwachsenen befragt, wie sie die Erkrankung und die Zeit der Erkrankung ihres Kindes erlebt haben. Und eine Mutter beschreibt es folgendermaßen: Dass man selber einfach in einem echten Schock halt ist. Und ich glaube, da geht es vielen anderen auch so. Also wenn das vom Gesundheitssystem nochmal anders wahrgenommen würde, dass ja nicht nur dieser Mensch, der da jetzt gerade krank ist, sondern das gesamte Umfeld hat ja jetzt eine extrem belastende Situation und da braucht es meines Erachtens ganz, ganz andere Möglichkeiten, damit umzugehen, dass die nämlich in dem Moment auch eine Unterstützung zumindest angeboten bekommen auch. Das macht uns sehr eindringlich darauf aufmerksam, wie wichtig es ist, auch die Angehörigen, das familiale Umfeld bei Unterstützungsprozessen nicht aus dem Blick zu verlieren. Und das ist auch deshalb so entscheidend, weil psychotische Erkrankungen doch in besonderer Weise Erkrankungen sind, bei denen die Passung zwischen einem Individuum, einer Person und seinem Umfeld, seiner Umwelt, wie verrückt zu sein scheint. Also das Aufeinanderbezogensein zwischen einem Individuum und seinem Umfeld funktioniert nicht mehr so richtig oder ist wie eben verrückt. Und das hat damit zu tun, dass eben Beschwerden wie Wahn, Halluzinationen sowohl bei den Psychoseerfahrenen selbst als auch bei Angehörigen Entfremdung, Verunsicherung und mitunter auch Überforderung auslösen. Das führt dazu, gerade die Erfahrung von Andersartigkeit, von das ist etwas ganz Befremdliches, dass Menschen mit psychotischem Erleben stigmatisiert werden, dass sie oftmals vielfältigen Erfahrungen von Diskriminierung und sozialem Ausschluss
ausgesetzt sind. Und hier wird jetzt auch nochmal die Bedeutung einer anthropologischen Perspektive sichtbar. Denn wenn psychotisches Erleben sehr viel stärker als etwas wahrgenommen und verstanden wird, was innerhalb des Möglichkeitsraums menschlicher Erfahrungen liegt, würde es uns wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel Angst machen, würde uns nicht mehr ganz so sehr verunsichern und überfordern. Und gerade Stigmatisierung, Diskriminierung, Ausgrenzung, sozialer Ausschluss führt natürlich dazu, dass Betroffene und auch ihre Angehörigen wieder Angst, Bedrohung, auch Scham und vor allen Dingen häufig auch so ein tiefes Unzulänglichkeitserleben und Verstörung erleben, was dann auch wieder dazu führen kann, dass bestimmte Beschwerden wie das Bedürfnis, sich sozial zurückzuziehen, den Antrieb zu verlieren, Interessen zu verlieren, eher stärker werden. Und das, was hier in roter Schrift auf der Folie steht, und das ist, glaube ich, etwas Wichtiges und Bedeutsames, sind Erfahrungen und Empfindungen, die eigentlich alle miteinander teilen. Also sowohl Menschen mit Psychoseerfahrungen als auch Angehörige. Und das sind sicherlich auch Erfahrungen, die eben auf gesamtgesellschaftlicher Ebene eine Rolle spielen. Ja, und wenn wir das jetzt ernst nehmen, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Frage, wie gelingende Unterstützung aussieht. Und gelingende Hilfs- und Unterstützungsangebote müssen letztlich einem mehrspurigen Ansatz folgen. Das heißt, sie sollten sowohl personenbezogene Hilfen und Unterstützungsmöglichkeiten umfassen, aber vor allen Dingen auch beziehungsbezogene Unterstützungsmöglichkeiten beinhalten, also insbesondere Hilfen auch für das familiale Umfeld. Und Hilfen sollten auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene psychische Erkrankungen, psychische Störungen zum Thema machen und so etwas wie durch Öffentlichkeitsarbeit dazu beizutragen, dass psychische Erkrankungen entstigmatisiert werden können oder Stigmatisierungsprozesse zumindest aufgeweicht werden können. Und gelingende Hilfen lassen sich auch ungefähr so veranschaulichen. Wenn ich vor einem expressionistischen oder neo-expressionistischen Gemälde stehe und ich gehe da ganz nah heran, dann erkenne ich so gut wie nichts außer Farbkleckse. Ich erkenne keinen Sinn, keine Zusammenhänge. Wenn ich einen Schritt weiter zurückgehe, und das ist oftmals, sicher nicht immer, aber oftmals die Situation von Menschen mit Psychoseerfahrungen und ihren Angehörigen, dann wird eher Bedrohliches sichtbar. Und entscheidend scheint zu sein, noch einen Schritt weiter zurückzugehen, um sich die Gesamtperspektive erschließen zu können. Weil mit noch mehr Abstand werden eben auch schützende und beschützende, ressourcenvolle Anteile sichtbar, die vor dem Hintergrund auch der Lebensgeschichte von psychoseerfahrenen Menschen verständlich werden. Und mit diesem Bild oder mit dieser Idee möchte ich gerne veranschaulichen, dass es bei psychotischen Erkrankungen genauso ist wie bei allen anderen psychischen Erkrankungen auch, dass schädigende, begrenzende Anteile nah bei schützenden und ressourcenvollen Anteilen liegen und dass auch psychotische Störungen immer solche Anteile haben, weil wir sie letztendlich am besten als Überlebensstrategien verstehen können. Also als Strategien, um mit Erfahrungen zurechtzukommen, die auf eine andere Art offensichtlich nicht verarbeitet werden konnten. Und zu diesem Thema würde ich auch gerne einmal Dorothea Buck als eine ganz wichtige Persönlichkeit der Bewegung von psychiatrieerfahrenen Menschen zu Wort kommen lassen. Dorothea Buck ist leider im letzten Jahr verstorben, sagt aber eben auch einiges dazu, wie wir psychotische Erkrankungen verstehen können und was wichtig im Umgang damit ist. Unter Heilen verstehe ich, dass man seine Psychose verstanden hat und sie ins normale Leben integriert.
dass man sie nicht länger abspaltet. Und dazu muss man ihren Sinn verstehen. Ne? Bei Körperkrankheiten, die ja auch oft versuchen, die ja oft Heilungsversuche sind, so ist es bei der Psychose ebenso. Es sind Heilungsversuche. Aber man muss mit den Patienten reden, ohne Reden gegangen und zuhören. Hier zuhören mit allen Ohrmöglichkeiten. Und letztendlich ist es natürlich kaum möglich, ein so komplexes Geschehen wie psychotisches Erleben innerhalb von 25 Minuten einigermaßen angemessen zu erklären und zu veranschaulichen. Und deshalb habe ich für all diejenigen von Ihnen, die sich weiter mit dem Thema beschäftigen möchten, einige Links zusammengestellt, auf denen Sie weiterführende Informationen finden. Beispielsweise den Link vom Forschungsverbund Kompetenznetz Schizophrenie. Dort finden Sie vor allem fundierte Informationen rund um schizophrene Erkrankungen. Außerdem die Homepage vom Bundesverband Psychiatrie erfahrener Menschen, den Dorothea Buck Anfang der 90er Jahre mitgegründet hat und der sich als Selbsthilfeorganisation versteht und sich vor allen Dingen für die Bedürfnisse und Interessen von gegenwärtigen und auch vergangenen Psychiatriepatientinnen und Patienten einsetzt. Auch der Bundesverband Angehöriger von Menschen mit psychischen Erkrankungen hat eine Homepage, auf der Sie vielfältiges Informationsmaterial und auch vielfältige Unterstützungsangebote finden, weil es dem Bundesverband der Angehörigen von Beginn an auch wichtig war, dafür zu sorgen oder einen Teil dazu beizutragen, dass Angehörige sich untereinander vernetzen und austauschen können. Außerdem auch noch die Homepage der Trialogischen Initiative Irre Menschlich e.V. in Hamburg. Auf dieser Homepage können Sie unter anderem auch die blaue Broschüre herunterladen. Das ist ein allgemeinverständliches Heft, das den Titel trägt. Es ist normal, verschieden zu sein, auf dem eben wichtige Informationen rund um psychotisches Erleben zusammengestellt sind. Und Irre Menschlich engagiert sich auch in ganz vielfältigen Zusammenhängen, setzt beispielsweise zahlreiche Anti-Stigma-Kampagnen, auch beispielsweise an Schulen um und veröffentlicht eben immer wieder auch Informationsmaterial. Zu guter Letzt finden Sie noch die Homepage vom Netzwerk Stimmen hören. Das ist eine Initiative, die sich vor allen Dingen der Unterstützung von stimmenhörenden Menschen verschrieben hat und eben stimmenhörende Menschen, ihre Angehörigen, aber auch Fachkräfte berät und informiert. Ja, und damit möchte ich gerne zum Ende kommen, will Ihnen aber auch noch zeigen, welche Quellen in diese Präsentation eingeflossen sind. Und jetzt am Ende Ihnen vor allen Dingen ganz, ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit danken.